Trivikramasana, die Stellung der drei Schritte, ist eine vorwärtsbeugende Variation. Sie gehört zu den liegenden Vorwärtsbeugen und zu den fortgeschrittensten liegenden Vorwärtsbeugen. Sie wird auch genannt umgekehrter Spagat. Rafaela zeigt, wie es geht. Vom Liegen ausgehend hebe das linke Bein und ziehe das Bein zu dir hin. Und wenn du dabei den Fuß ganz auf den Boden bringst, dass die Zehen den Boden berühren, dann ist es die volle Supta Trivikramasana. Supta heißt übrigens liegend, Trivikrama heißt zum einen drei Schritte, heißt aber, ist auch ein Name von Vishnu. Es gibt so eine schöne Geschichte. Es gab einmal einen Dämonen namens Bali und dieser Dämon hat die ganze Welt versklavt und so inkarnierte sich Vishnu und Vishnu kam als eine Art Bettler an den Hof dieses Dämonenkönigs und der Dämonenkönig war gerade in der großzügigen Stimmung und er fragte dem Bettler, sage mir, was du willst. Und der Bettler sagt, ja, gib mir einfach so viel Land, wie ich mit drei Schritten umfassen kann und dann bin ich zufrieden. Und sagte Bali, kein Problem, du kannst drei Schritte machen und so viel Land werde ich dir geben und das kannst du dann bebauen. Vishnu, der ja Gott selbst war, er machte einen großen Schritt und mit diesem großen Schritt ging er durch das gesamte Weltall. Und hier ist dieses Trivikramasana, der Vishnu macht einen großen Schritt. Du kannst dir vorstellen, er springt jetzt durchs ganze Weltall und eben Rücken zur Erde und die Beine zum Himmel hin. Und danach macht er einen zweiten Schritt und mit diesem zweiten Schritt ging er durchs ganze Feinstoffuniversum. Und dann kehrt er zurück zu Bali und sagte, Bali, wo soll ich jetzt meinen dritten Schritt hinhaben? Ich habe jetzt schon das ganze physische und Feinstoffuniversum durchschritten. Und Bali, der zwar ein Dämon war, aber doch auch ein guter Dämon war, es war ein Widerspruch in sich, aber so sind die indischen Geschichten, sagte, okay, dann mach den dritten Schritt auf mich. Und so machte Vishnu den dritten Schritt auf Bali. Bali wurde transformiert und erkannte die Einheit von sich selbst mit dem gesamten Universum und er verschmolz mit dem, was er wirklich war. Und so steht Trivikramasana auch dafür, dass du dir auch sagen kannst, Gott ist überall, er ist auch in mir und möge ich berührt werden vom Schritt Gottes.